Tschüss, mein Freund. Und wieder mal der miese Psycho-Tempel mit der geilen Musik. Beste Musik, ey. Ist einfach der beste Tempel im ganzen Spiel. Sorry, ist einfach so. Ha! Ich habe ja eine Mitgliedschaft letztes Mal geholt. Wenn ich jetzt nochmal hole, dann... Nee, dann zählt nicht ein Monat mehr. Also du musst einfach wirklich dabei bleiben. Das zählt dann leider nicht. Also, es ist halt so, du bezahlst dann nach einem Monat wieder 99 Cent. Und dann wirst du quasi die nächste Stufe hochgestuft und kriegst ein anderes Schild. Und dann ist immer so ein bisschen unterschiedlich nach 1, 2, 3 Monaten, dann nach 6 Monaten, dann nach einem Jahr. Irgendwie so ist das, glaube ich, ne? So, was haben wir denn hier? Hast du eigentlich in Banjo-Kazooie Jigs of Time in Waldtempel das Rätsel mit den Buchstaben an der Wand gelöst oder nicht? Doch, ich bin durch soweit mit dem Rätsel. So, hier ist jetzt gar nichts. Mario Ölmann, hallihallo, schönen guten Tag, wie geht's, wie steht's? Willkommen hier im Stream zu Gold Quest Ocarina of Time. Kann man da was machen? Ne. Okay, ich glaube, ja, wir müssen, glaube ich, wirklich da lang. Waldtempel-Musik ist bei Gerudo, die Mucke ist einfach godlike. Was? Ja, stimmt. Das stimmt. So, warum haben wir hier einen Huhn? Hat das einen Sinn? Hat dieses Huhn einen Sinn? Meint er? Keine Ahnung. Ich würde mich erstmal da hochhangeln. Da oben ist eine Skulti, oder? Ach du Kacke. Komm ich da ran? Vielleicht ganz knapp. So, die Skulti, die hängt richtig eklig. Okay, haben's aber. Jetzt die Frage, kommen wir da oben ran? Jo! Jo, geil. Sehr schön. Da oben ist ein Schalter. Okay, was macht der? Ah, habt ihr gesehen? Also erstmal ist die Tür aufgegangen und da ist noch so ein Block hochgefahren. Das heißt, da können wir uns jetzt auch hinziehen. Hallo Toni! Was geht? Schön, dass du da bist. Willkommen im Stream zu unserem Superhack hier. So, was ist da? Okay. Ich darf nicht anvisieren, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut hier. Oh Gott, was geht denn? Ah. Mann, die halten aber viel aus. So. Okay. Und, komm her, mein Freund. Okay, wunderbar. Huhn ist gleich Oberboss. Ja, Huhn ist Endgegner. Ansonsten noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Okay, weiter geht's. So, ich sehe da ein Gitter. Jamoll! Hallo, Alcazar! Dankeschön für die 5 Mitgliedschaften, die du verschenkt hast. Und da kann der Alcazar natürlich auch fleißig wieder entscheiden, wann gedreht wird und wer drehen darf. Mega nice. So, da haben wir wieder ein Huhn und ein Gitter. Da unten haben wir einen Schalter. Das könnte möglich sein, dass der Schalter vielleicht für das Gitter da ist oder der Schalter, der da oben ist, könnte auch fürs Gitter sein. Und mit dem Huhn könnte man theoretisch zu dem Schalter fliegen. So. Was macht das Ding? Okay, das Wasser geht ab vom Brunnen. Ja, da würde ich sagen, wir ziehen uns mal hier rüber. Und dann mit dem Huhn zusammen. Ich komme gar nicht hier hoch. Ah, ich dachte, ich kann jetzt hier runterfliegen. Oder kann ich vielleicht den hier machen irgendwie? Okay, das tut dem Huhn nur weh. Shit. Ich dachte echt, ich kann jetzt da runterfliegen. Schade. Nee. Funktioniert leider nicht. Oder ich werfe das Huhn ganz komisch. Warte mal. Ja, das war nichts. Ups. Das fliegt ja wieder hoch.
Gutes Huhn. So, der Alcazar möchte einmal drehen. Na dann, let's go. Schauen wir mal, was kommt. Da unten haben wir eine Skulti, ich sehe es gerade. Der Chat bestimmt die Strafe. Ja, Leute, das ist jetzt folgendermaßen. Ihr schreibt jetzt mal schön ein paar Strafen in den Chat rein. Ich werde mir 3 Stück raussuchen. Und dann machen wir eine Abstimmung im Chat. Und die meisten Stimmen bekommt, das machen wir. Das machen wir. Schreibt mal ein paar Strafen rein. Nur Emojis, was? So, ich baller den hier erstmal weg. Ihr könnt immer so lange reinballern in den Chat. Einfach mal ein paar Strafen ausdenken. Einfach mal reinschreiben. Ich guck dann gleich mal. Und dann entscheiden wir uns. Judeln, singen, rappen, reimen. Eins davon. Alles so vorlesen, als ob du die... Als ob die Unterhose zwickt. Was? Was Kitsune macht, wird gesagt. Keine Items benutzen. Gar keine. Ja, dann ist er free-tot. Webcam anmachen. Die ist überhaupt nicht hier. Also da muss ich in den Keller gehen. Das wird nicht so, Gando. Da bin ich erstmal ein halbes Stündchen weg. Okay. Wir jumpen jetzt erstmal runter. Warte mal, hat die... Ich dachte gerade, die Skulti hat ein Herzteil gedroppt, aber nee. Alles so vorlesen, als wenn es die Wahrheit wäre. 5 Minuten Englisch. Oh Gott. Mit Evil Stimme reden. Okay. Los, Leute. Haut Vorschläge rein. Pfeile? Pfeile sind gut. Also, ich plane hier auf jeden Fall schon mal mit dem Publikum interagieren. Eine Umfrage starten. So. Welche Strafe? Zack. So, dann nehmen wir als erstes. Also ich finde die Idee, 5 Minuten Englisch. Oder Englisch reden bis zum nächsten Mal. Englisch reden bis nächster Dreh. Finde ich ganz gut. Alles wie ein mittelalterlicher Kundgeber vortragen. Also quasi so. So, seht, Leute, diese Schatzkiste beinhaltet Dekonüsse. Ich werde sie wohl gut gebrauchen können in diesem sehr erschwinglichen Dungeon. Irgendwie so, ja? Zu reden als erst Ganondorf, der gerade den Heck spielt. Wieder Dämonenkönig reden. Oh Gott. Alles, was du sagst, dichten, als wenn du ein perfekter Dichter wärst. Ah, toll. Also, ich sag mal, reimen. Reimen. Gut, machen wir reimen. Weil das kam jetzt schon mehrmals so. Maximal 50% Leben haben. Ah, das ist schwierig einzustellen. Oder schwierig beizubehalten. Okay, und dann machen wir noch Option hinzufügen. Machen wir noch reden wie der Dämonenkönig. Reden wie der Dämonenkönig. Also quasi richtig tief und bösartig. So. Umfrage erstellen. Umfrage starten. Ja, Leute. Dann votet mal, wie die Strafe wird. So. Ich heile mich immer zu lange. Schön. So, ja, da hoch kommen wir aktuell nicht. Aber da oben ist eine Tür, ne? Das heißt, ja, wir müssen da später rauskommen. Ich habe echt gedacht, wir können mit dem Huhn da runterfliegen, aber das wird, glaube ich, nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Gut, dann gehen wir erstmal in den Brunnen rein. Diddle,
Ba, 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 ba. Okay, was haben wir hier? Hey, es sind schon wieder so viele Feen. Hier sind einfach schon wieder so viele Feen. Und eine Skulti. Ey, saugut, wie viele Skultis. Ich hoffe, wir kriegen die 50 zusammen und dann hoffentlich können wir endlich das erste Item abholen. Also, es wurde jetzt auch schon öfter gesagt, dass es wohl in Goldquest 200 Skultschulers geben soll. Leute. Also kann sein, dass da... Ne? Dass da ordentlich was bei rumkommt. So, Bomben. Sehr schön. Bomben? Soll mir das irgendeinen Hinweis geben? Aber die werden doch hier nicht irgendeine extra Wand eingestellt haben, oder? Wo ich jetzt was wegsprengen kann. Das wäre irgendwie zu viel. 200 Skultis finde ich hart. Ja, das wird auch hart, aber auch interessant. Finde ich cool. Finde ich echt cool, was man mittlerweile alles machen kann. Okay, ich mache noch eine Minute und dann beende ich die Umfrage. Dann gucken wir mal, was wir nehmen. So, da ist nichts weiter. Und wir können jetzt hier hoch auf jeden Fall. Ah, ein bisschen näher ran. Wundert nichts mehr bei dem Heck. Ja, stimmt schon. Aua. Einen schönen guten Abend und ein frohes Osterfest. Freue mich jetzt hier zu sein. Hallo, Darkhawk. Was geht? Freue mich auch, dass du hier bist. So. Achso, ich darf ja wieder anvisieren, Leute. Ah, das ist ja schön. Hallo, Maike. Was geht? So, warte, ich besiege den noch hier. Und jetzt mach mal zu. Umfrage beenden. So, Englisch reden bis der nächste Dreh, 42%. Reden wie der Dämonenkönig 35%, Reimen 21%. Das heißt, wir reden jetzt Englisch. Okay, Leute. Okay, guys. My English is not the yellow from the egg, but I try my best to speak English with you, with her, with euch, guys. That's very impossible for me. And, I think you guys will really laugh all the time, because my English is really super bad. So, okay. Yo, now I the Zelda boy and we have now zombies here. Mummies? I don't know. What is the English name for mummy? Mummies? Now we talk mummies about this. So. If I don't talk perfect English, I can't any Strafe haben, because my English is not good. Mummies, ja, that's Mummies. Oh Gott, the Mummies kill me really hard. Ah, just call them Gyptos. Okay, I call them Gyptos. Gyptos is a good name. It's right. Gagasa, thank you for this. And you found a small key. This key will open a locked drawer. You can use it only in this dungeon. That's really good. Really nice. But why I can only use it in this dungeon and why only one time? Whoa, a fat plant. Oh God. Yes, my video is now international. That's really nice. So now hello all English people that looking this video. So I'm very happy for this key because now we can take the next. Yeah, in the original we have the death hand in the room. So what is in this room? Oh no! Ah shit! What? What the? What the heck is happening? The next language is Chinese? No, no, no. But a little bit Chinese I can talk because I work in a Chinese company. I can say the numbers from 1 to 5 in Chinese. And I know a little bit bad words in Chinese.
so, it's really funny. Because my Chinese college, all the time we talk about bad words. Oh Gott. So, just one heart. So I think, we will soon die. But we got a golden school tea, and that makes me so happy. So, normally we take the room on this hole, and I think it's a trap. Normally. Oh god, no. So I will kill him with the bogen. Oh, with the bow. With the bow. So, okay. No hearts here. So already we have this door not used, I think. We can take this door now. I will see. Oh no, this is this door. Okay. Ah, a fairy. A fairy. That's nice. Come to me. Oh, really good. Really good. I love this fairy. So, yes, guys. So, all people that now looking this stream and looking on YouTube this video. So, I talk English because I have a... I don't know. What is the English word for Strafe? Maybe you can help me? Chat? What is the English word for Strafe? So, I can go here. Ah ja, ah ja, ah ja. Wow! Punishment, okay. I got a punishment from the chat. And now I need to talk English. No, you're not in the wrong stream because I talk only English because this is my punishment. Because the chat is really dark to me and bad and want to kill me outside because my English is really bad. Bad. So that's interesting. Ayrana, hello, welcome to the wonderful stream. I wish you a really nice night with us together and I hope you enjoy this stream. So, what has happened? I don't know where we go. So what are we doing with this? This was the fire, right? Yeah, I think this was the fire. But... can I use this? Is this working? Yo, no! Fuck! Thank you. Oh god. Okay, it's working. I tried it again. And I hope... Now... Oh, Samsanas, we come. Thank you. But it's not good, my English, no. Not perfect. I know... What is happening? Many words I don't know. So I use German. If I don't know the right words, I hope that's okay. Yes, and this to the next Dreh, I need to talk English. Oh no! So, now. I do nothing. Okay, if I do nothing, I have one mal Dreh. So, what has happened? I don't know. This don't working. If I push the stick on the front, I falling down over the ich zieh mich zu dem Ding hin, Teil. If I don't pushing up, I falling down without. Yo, now it's working. Oh god. Thank you so much. Okay, so now we can jump. And I hope in the next rooms we can
get more items, but we have only one key. But we can kill the ghosts in the pictures. And so I hope we can do something in these rooms. Okay, I don't know. Have Kitsune Miya Atre free? What say the chat? I can talk English, but we can drehen if you want. I have the best punishment. 48 hour stream of the hardest game. Just kidding. Okay. Yo. Ariana. That's a really hard punishment. So. That will kill me.